Jetzt muss die nette Dame nur noch schnell den Stall bauen. Da, die Königin der Soßen. Gucken wir doch mal. Grüße, ich bin die Königin der Soßen. Bla 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 bla. Das kennen wir ja schon. Was gibt sie uns diesmal? Radieschensalat. Radieschen sind geil, aber man kriegt Blähungen auf jeden Fall, meine Freunde. Okay, Radieschensalat. Es geht nichts über frische, gepfefferte Radieschen. Die sind doch schon selber scharf. Naja, egal. Das erinnert mich an den späten Frühling. Meine Mutter schnitt unsere frischen Rettiche und brachte sie uns auf körnigem Brot mit etwas Salz und Pfeffer. Ah, das waren noch Tage, aber ich schweife ab. Jetzt schau gut zu. Du hast gelernt, wie man Radieschensalat macht. Geil. Ich hätte jetzt auch Bock auf einen Radieschensalat. Was? Was willst du, Brudi? Demetrius. Hallo, Paule. Ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die hiesige Flora und Fauna. Ich erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Du kannst doch... Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben. Ein wenig weiter westlich. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen. Für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besser kontrollierten Umgebung beobachten und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder Fruchtfledermäuse auslegen. Die Fledermäuse hinterlassen hin und wieder Früchte zum Einsammeln. Pilze findet man auch so. So hätte man allerdings regelmäßig Pilze. Dadurch, dass ich in meinem Run Probleme kriegen könnte, bestimmte Früchte zu kriegen, würde ich mich für die Fledermäuse entscheiden. Und das Ganze hätte auch noch den Vorteil, dass ich die Höhle für Brennöfen beispielsweise nutzen kann. So mein Plan. Deswegen nehme ich die Fledermäuse. Alles klar. Ich bereite alles sofort vor. Sollte nicht allzu lange dauern. Danke, dass du mitmachst. So, jetzt müssen wir allerdings auch jeden Tag in die Höhle gucken. So, seine Frau ist schon fleißig am Werkeln. Moin, Rexy Boy. Wie kein Herz. Kleiner Frechdachs. Okay. Hier, Wasser. Ups. Nee, der will heute nicht. Der ist heute nicht so gut drauf, sagt er. So, sie baut fleißig. Ja, wie gesagt, daneben setze ich dann direkt den nächsten und werden viele Tiere. So. Genau, hier ist die besagte Höhle. Ja, ich würde hier halt gerne später Brennöfen reinstellen. So mein jetziger Plan. Gut. Ich überlege gerade, gehe ich heute am Meer angeln? Gehe ich heute unten angeln? Und was hat es immer noch mit dieser Statue auf sich? Kann man die abbauen? Kann man. Okay. Okay. So, jetzt steht unser Illuminaten-Symbol hier. Ich glaube, traue keinem Promi, sieht das ähnlich. Ja, der Let's Player Dadelpranke zeigt sich ja auch mit ganz klaren Symbolen in seinen Let's Plays. Ach, halt die Fresse, Tillmann. Ich meine, ich finde es gut, dass man Dinge hinterfragt, aber der hat teilweise wirklich schon einen an der Murmel, der Bruder. Wie gesagt, ich nehme auch nicht immer unbedingt alles so, wie es mir aufgetischt wird, aber der hat echt schon hart einen an der Murmel, der Brudi. Dennoch gucke ich sein Content. Nicht alles, aber wie gesagt, manche Sachen sind interessant. Und manche, ja, die guckt man sich halt eben an, weil das schon belustigend ist teilweise, was er da so alles immer reininterpretiert in teils ganz normale Dinge, wo man sagen würde, okay, das benutzen Leute eigentlich wirklich nur, weil es irgendwie cool aussieht. Und weil es irgendwie, ja, künstlerisch wirkt, aber er sieht das halt anders. Er sieht da halt überall die Teufelsanbeter drin. Ja, keine Ahnung.
Ich meine, das Lustige ist, er geht halt immer auf die Symbole ein. Zum Beispiel, oh, hier ist eine Rose. Oh, da sieht man Künstlerin XY mal wieder auf dem Pferd und so. Ja, aber wenn es danach geht, diese Symbole sind halt wirklich überall im Alltag. Und theoretisch hätte dann jeder irgendwie was zu Hause, wo man sagen könnte, oh, der gehört zu denen, der gehört zu dem und den Hexenzirkel oder zu der und der satanischen Glaubensrichtung oder zu den und den Eliten und weiß ich nicht, ist mir alles zu schwammig. Interessant, ja, aber irgendwie alles zu schwammig. Und das soll kein Angriff sein oder so. Wie gesagt, ich guck die Sachen von ihm ja. Nicht alles, aber es ist ja unterhaltsam. Es ist auch informativ, definitiv. Ja, der will mich austricksen. Seht ihr das? Der wollte mir meinen perfekten Fang vernichten. Eigentlich könnten wir die Heizung schon kaufen. Ich meine, jetzt sind ja noch warme Tage in dem Spiel. Diese und nächste Saison. Aber dennoch, was man hat, hat man dann schon mal. Perfekt. Aber merkt ihr das? Irgendwie sind das immer noch die Standarddinger, ne? Kein Silber, kein Gold, kein Iridium. Oder ist das ein Bug? Nee, glaube ich nicht. So. Ja, den Schatz. Und ein perfekter Fang. Sehr schön. Wenn jetzt noch ein neuer Rekord wäre und ich in der Schatzkiste noch ein Dino-Ei hätte. Auch gut. Ich wollte sagen, dann wäre das der ultimative Fang beinahe. Ja, obwohl, ultimativ wäre es, wenn dann der Fisch auch noch irgendwie Iridium-Fang wäre. Oh, stehe ich an... Hallo, wer bist denn du? Lea. Wenn du in meiner Hütte irgendein Klopfen hörst, bin das vermutlich nur ich, während ich an meinen Skulpturen arbeite. Okay. Okay. Ich habe da Fragen. Lea. Ledig. Aha. Okay, ich weiß es noch nicht. Ich mag Kunst. Also ich zeichne male ja gerne selbst und so. Und ich kann mich auch für sämtliche Kunstrichtungen begeistern. Eventuell nehme ich in diesem Run Lea. Warte mal, Lea ist eine Option für mich in diesem Run. Penny ist eine Option für mich in diesem Run. Einfach nur, weil ich sie aus dem Wohnwagen holen will. Wir sind doch hier nicht in Detroit. Nein, sie nicht. Und Maru ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, ich gehe das jetzt im ersten Jahr eh noch nicht an, das Thema. Aber Maru, Penny oder Lea? Sie kam jetzt tatsächlich spontan dazu. Sie hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Eventuell sollte ich wirklich Lea mal nehmen. Ich muss mich noch nicht entscheiden. Ich muss mich noch nicht entscheiden. Aber man kann ja schon mal drüber nachdenken. Die gute Lea. Wir werden sehen. Lustig ist nur, dass ich einmal mit denen spreche und ich direkt weiß, yo, die sind ledig, ohne es je erfragt zu haben. Es gibt auch noch genug Leute, die ich nicht kenne, genau. Ja, obwohl, hier steht auch ledig. Das heißt, okay, das ist einfach wahrscheinlich nur eine Info vom Spiel. Nach Motto, yo, die Person kannst du heiraten. Ja, aber Pranke, warum willst du nicht mit einem Boy zusammen sein? Weil das... Ja, es wäre möglich, klar.
Wäre auch alles kein Problem. Aber da ich mehr oder weniger ja auch mich mehr oder weniger spiele, wäre das irgendwie falsch. Weil ich bin halt nun mal heterosexuell. Und dann wäre das irgendwie... Ja, irgendwie falsch. Ja, ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber wie gesagt, irgendwie symbolisiert der Charakter ja so doch schon so ein bisschen mich. Und nein, ich habe kein Problem mit Schwulen. Einer meiner besten Freunde ist schwul. Also, ja. Könnte man sich trotzdem überlegen, aber wie gesagt, ist jetzt für den Run nicht angedacht. Was ein entspannter Tag zum Angeln. Ich habe, by the way, One Piece Kapitel 1001 erneut gelesen. Und ich bin immer noch hyped. Das ist so ein geiles Kapitel. Das hat einfach die richtige Würze zwischen es ist spannend, es ist badass, es ist halt alles in allem episch, aber es ist auch fucking verdammt lustig. Das ist einfach ein mega geiles Kapitel. Auch krass, ey. One Piece wird auf jeden Fall die längste Manga-Reihe meiner Sammlung, die ich haben werde. Ich meine, Naruto war schon krass. Ich glaube, Naruto, wenn ich mich nicht ganz täusche, waren, glaube ich, 72 Bände, ne? Fairy Tail war auch irgendwie im 60er-Bereich. Toriko hat, wie Dragon Ball 42 Bände, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ranma 1,5 hat 38. Yu-Gi-Oh! Hat 38. Ja, ich habe mehrere lange Reihen, ich wüsste es jetzt gerade gar nicht, aber One Piece ist schon in meiner Sammlung die längste dann, definitiv, mit Abstand. Ich meine, die wird ja auch noch ein paar Jahre gehen. Es soll aber in Japan, das habe ich damals in der Banzai gelesen, das deutsche damalige Pendant zu diesen Manga-Magazinen in Japan, wie zum Beispiel der Shonen Jump, da habe ich gelesen, es gibt so einen Manga, der quasi immer aktuell bleibt, weil er immer aktuelle Geschehnisse thematisiert mit einem japanischen Fahrradkorb. Das soll so der Manga sein. Ich glaube, der läuft heute immer noch. Und das soll so mitunter einer der Manga-Reihen sein, die am allerlängsten sind. Einfach weil immer wieder neue Kapitel und Bände rauskommen. Weil, wie gesagt, bei dem Manga ist halt eben das Ding, dass der sich immer aktuell hält, dadurch, dass er auf aktuelle Geschehnisse eingeht. Es gibt aber so viele Manga und Anime, die ich so gerne in Deutschland hätte, ne? Die aber einfach nicht kommen. Auch teilweise ältere. Ich hätte zum Beispiel immer noch gerne einen Manga zu Cat's Eye, also in Deutschland bekannt unter ein Super Trio der Anime. Den Manga hätte ich halt auch extrem gerne. Dann City Hunter gab es in Deutschland damals, habe ich auch in der Sammlung. Habe ich mir, ich glaube, letztes Jahr gekauft auf eBay. Wurde aber bei uns in Deutschland abgebrochen. Wäre halt cool, wenn City Hunter halt auch nochmal unter anderem bei Egmont halt eben nochmal rauskommen würde. Weil ich glaube, heutzutage würden sich das Leute halt eher kaufen. Damals waren andere Zeiten. Damals wurden sau viele Manga abgebrochen. Was krass ist. Ich habe zum Beispiel den Ragnarok-Manga und dann steht einfach im 10. Band steht einfach drin, irgendwie Fortsetzung folgt im Band 11. Und Band 11 kam aber nie raus. Und ich frage mich, ob es noch heute Leute gibt, die voller Hoffnung diese Manga-Reihe haben und darauf warten, dass irgendwie Ragnarök Band 11 kommt oder so. Ja, oder zum Beispiel noch ein Beispiel, Kekkaishi, der Manga, auch super geil, wurde aber auch bei uns abgebrochen. Oh! Loredana, Medusa. Mann! Das Album ist doch quasi gerade erst, naja. Okay, Spaß beiseite. Ja, auf jeden Fall, Kekkaishi wurde bei uns auch abgebrochen. Und damals habe ich dann auch aufgehört, die Bände zu kaufen, was ich jetzt im Nachhinein als dummen Fehler
für mich rauskristallisiert habe. Weil, ja, man sollte die Sachen so nehmen, wie sie sind. Und ich finde, wenn die in Deutschland abgebrochen wurden, haben die ja trotzdem eine Daseinsberechtigung in einer Sammlung, weil das ist halt einfach so die Geschichte dahinter, dass es in Deutschland halt nicht gezündet hat und dann wurde das Ganze abgebrochen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die fehlenden Bände zu bekommen. Und es ist halt auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel mal bei eBay nach Manga reingucke oder so, dass ich mir dann halt auch tatsächlich abgebrochene Reihen hole, wie eben City Hunter, What's Michael, um mal welche zu nennen, oder Ragnarok halt. Weil ich mir so denke, ja, ist halt doof, dass die abgebrochen sind, aber that's it, so war es nun mal. Und ich sag mal, wenn man das Werk zu Ende lesen will, dann findet man Mittel und Wege, um das mal so auszudrücken. Und ja, wie gesagt, Kekkaishi möchte ich halt auch noch gerne früher oder später im Regal stehen haben. Dafür muss ich allerdings noch die fehlenden Bände holen. Und ich werde vermutlich versuchen... Oh! Cool. Und ich werde vermutlich versuchen, Kekkaishi auch nochmal irgendwie auf Englisch zu kriegen. Über eBay oder so, weil in England wurde der halt komplett abgeschlossen. In Japan auch, logischerweise. In Japan werden Manga ja anderweitig eigentlich in der Regel dann, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, abgebrochen. Ich glaube, in Japan werden die eher selten klassisch abgebrochen, sondern die werden einfach eher verfrüht beendet dann. Naja. Ja, auf jeden Fall abgebrochene Manga-Reihen. Wie gesagt, damals wollte ich sowas nicht im Regal stehen haben und heutzutage denke ich mir so, es ist ja Blödsinn. Das ist Teil der deutschen Manga-Geschichte. Und wenn der abgebrochen wurde, wurde der halt abgebrochen. Ist aber auch als Sammler, um das mal zu erklären, warum ich mich da damals so gegen gesträubt habe, ist es immer als Sammler komisch, irgendwas Unvollständiges im Regal stehen zu haben. Aber ich bin auch zu der Erkenntnis gekommen, durch die Funko Pops beispielsweise, durch das Sammeln der Funko Pops, dass man einfach nicht alles haben kann. Ich glaube, du könntest der reichste Mensch der Welt sein, so ein Jeff Bezos oder so. Und trotzdem würde es irgendwelche Dinge geben, die du nicht haben kannst. Egal wie viel Kohle du hast, es gibt Dinge, die kannst du nicht haben. Und ich rede jetzt nicht von Gesundheit oder so, das sind ganz andere Themen nochmal. Ja, aber es gibt halt Sachen, die kann man einfach nicht haben, selbst wenn du viel Kohle hast, weil es gibt zum Beispiel bestimmt Gemälde, so, die sind halt auch so gesehen kleine Schätze, die hängen dann halt irgendwo im Museum und du kannst halt nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich bin jetzt hier der Jeff, du, ich will das Bild jetzt hier gerne mal haben. Da werden die wahrscheinlich auch sagen, ja, ist schön für ihr Angebot, aber wir sind auch nicht auf ihr Angebot angewiesen und nö. Und ja, bei Funko Pop ist das Ding halt und wie gesagt, das hat mich dann halt auch für die Manga geteacht, weil ich, wie gesagt, es nicht mochte, so unvollständige Dinge zu haben. Ja, die Funko Pops haben mich dahingehend geteacht, weil du kannst einfach nicht alle kaufen. Das geht gar nicht. Das ist too much. Vor allem, wenn du zum Beispiel spät eingestiegen bist in das Funko-Ding, dann fehlen dir zum Beispiel von bestimmten Serien und so sowieso schon welche. Ja, und das ist halt so die Sache. Du kannst die halt hier und da bei eBay kaufen, aber zu Preisen, ey, da schlackern dir die Ohren. Ja, und wie gesagt, dadurch kam ich dann halt drauf, dass ich mir so gesagt habe, okay, komm, du kannst halt auch abgebrochene Manga-Reihen sammeln. Was allerdings immer noch nicht geht, und das wird auch wahrscheinlich nie gehen, ist, dass wenn eine Reihe komplett ist, dann will ich sie auch komplett haben. Das ist so das Ding. Da komme ich auch nicht drum rum. Okay, Fischen Stufe 9. Wir sind fast schon auf Level 10. Angeleffektivität plus 1. Neues Herstellungsrezept Magnet. Und neues Kochrezept Meerschaumpudding. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das geil ist oder ekelig. Ich würde es auf jeden Fall essen. Na, das war ja eine traurige Ausbeute. Also, von Geld her. Ansonsten, wir haben coole Artefakte und so gefunden. Das passt schon.